Hi, ich bin Vicky von My Junior und heute geht es im My Junior Ratgeber um 10 erstaunliche Fakten über Babys, die du bestimmt noch nicht wusstest. Dein Baby hat mehr Knochen als du. Dein Baby kommt mit 300 Knochen zur Welt. Wir Erwachsenen haben nur 206 Knochen. Mit der Zeit wachsen die Knochen der Babys aber natürlich noch zusammen. Dein Baby ist so laut wie ein Presslufthammer. Kaum zu glauben, aber wenn dein Baby schreit, kann das bis zu 120 Dezibel laut sein. Auf der Arbeit müsste dir dein Arbeitgeber ab 85 Dezibel einen Hörschutz zur Verfügung stellen. Dein Baby weint am Anfang ohne Tränen. Im ersten Lebensmonat sind die Tränenkanäle noch zu und wenn dein Baby weint, fließen keine Tränchen. Dein Baby kann gleichzeitig atmen und schlucken. Wenn du ihm das Fläschchen gibst oder es stillst, dann kann es gleichzeitig die Milch runterschlucken und dabei atmen. Aber nur innerhalb der ersten 3 Lebensmonate, weil dann senkt sich der Kehlkopf noch etwas und dann funktioniert das nicht mehr. Wir Erwachsenen können das nicht. Du hast es bestimmt gerade ausprobiert, aber das wird nicht funktionieren. Dein Baby ist ein wahres Kraftpaket. Bestimmt hat schon mal ein Baby nach deinem Finger gegriffen. Das machen die ja richtig, richtig feste. Und rein theoretisch könnten Baby mit dieser Kraft ihr eigenes Körpergewicht tragen. Dein Baby hat deutlich mehr Geschmacksknospen auf der Zunge als du. Die ganzen Geschmäcker, die es rein theoretisch zuordnen könnte, kann sein Hirn aber noch gar nicht zuordnen. Und gerade am Anfang ist eh nur ein Geschmack wichtig, der Muttermilch oder der Pränahrung. Windeln, Windeln, Windeln. Bis dein Baby aufs Töpfchen geht, verbraucht es im Schnitt ungefähr 6000 Windeln. Also schon mal anfangen, Windeln zu kaufen. Das Gehirn deines Babys ist wirklich erstaunlich. Wenn dein Baby zur Welt kommt, hat es über 100 Milliarden Nervenzellen. Üben, üben, üben. Bevor dein Baby die ersten Schritte macht, fällt es im Schnitt 300 Mal hin. Das ist aber nicht allzu schlimm, denn die Knochen sind noch recht weich, deshalb brechen sie nicht so leicht und meistens fallen sie ja eh ganz süß auf den Popo. Jedes Baby ist anders. Das schwerste Baby, das jemals zur Welt kam, wog 10,2 Kilogramm, die arme Mutter. Und das leichteste Baby, das je zur Welt kam, war nur 212 Gramm schwer. Das waren 10 erstaunliche Fakten über Babys, die du bestimmt noch nicht wusstest. Für mehr abonniere gerne unseren YouTube-Kanal.